Frau Präsidentin, die Regierung bleibt auf Verschuldungskurs. Und hier, Herr Minister, muss ich direkt eingreifen. Sie haben die Schuldenquote eben zitiert, aber nicht die Schuldenbremse, obwohl Sie es anders dargestellt haben. Der Artikel 115 ist die Schuldenbremse. Sie haben die Schuldenquote zitiert. Das ist einfach nicht in Ordnung, das zu verwechseln. Einsparungen gibt es im Haushalt 24 praktisch nicht. Haushaltslöcher stopft man weitgehend durch Neuschulden, weil man nicht auf Rücklagen zurückgreift. Neuschulden, die man offiziell mit 39 Milliarden Euro ausweist, was gerade einmal ein Drittel der Wahrheit ist. Unter Berücksichtigung der Schuldenaufnahme in den Sondervermögen und über die sogenannte Rücklage beträgt die Neuverschuldung schon 77 Milliarden Euro. Inklusive der Schulden im Sondervermögen Bundeswehr, das ja zu einem Teil sogar zweckentfremdet wird für den Ukraine-Krieg, beträgt sie 97 Milliarden. Und wenn man noch die Zuweisungen aus den EU-Schulden hinzunimmt, was man tun muss, dann, weil Deutschland dafür aufkommen muss, dann sind es sogar 111 Milliarden. 111 Milliarden zuzüglich Zinsen ist also die Summe, die nur aufgrund des Haushalts 24 von künftigen Generationen zurückgeführt werden muss. Sämtliche Prestigeprojekte der Ampel können nur noch mit Hilfe von Schattenhaushalten finanziert werden. Die gescheiterte Energiewende, die von CO2-Hysterie getriebenen Visionen einer Wasserstoffwirtschaft, des millionenfach erzwungenen Heizungsaustauschs und der Dekarbonisierung des Landes, die woke Gesellschaftstransformation, die Finanzierung eines Krieges, der nicht der unsere ist, und die superteure Masseneinwanderung. Wenn Sie die Schuldenbremse wirklich einhalten würden, hätten Sie für all diesen Wahnsinn kein Geld mehr. Leider hat Ihnen das Verfassungsgericht ja erst 2023 jetzt die finanzielle Geschäftsgrundlage entzogen. Doch selbst jetzt setzen Sie das Urteil aus Karlsruhe nicht vollständig um. Schon die 28 Milliarden Euro Schulden im KTF sind eindeutig urteils- und damit verfassungswidrig. Die Verschuldung 2024 ist bereits jetzt dreimal so hoch wie nach Grundgesetz zulässig, also noch ohne absehbare weitere Schuldenaufnahme für die Ukraine, ohne milliardenschwere Notkompensation für Gaskraftwerke und ohne Milliardenzahlungen an Solar- und Windparkbetreiber. Das ist alles bereits absehbar, es steht aber nicht im Haushalt. Der Haushalt 24 bleibt damit verfassungswidrig. Wir beantragen auch diesen Haushalt erneut, also auch gegen diesen Haushalt erneut eine Verfassungsklage. Wir machen das am Freitag in der Abstimmung namentlich, und wir appellieren besonders an die CDU, mit uns zusammen die notwendigen 25% zu dieser Normenkontrollklage aufzubringen. Und da die Union ja teilweise dieselbe Rechtssicht hat, teilweise, und deshalb offiziell deshalb ihre Mitwirkung am Haushalt im Ausschuss ja praktisch verweigert hat. Demonstrativ sollte das eigentlich ein Selbstläufer sein, Herr Merz, Herr Mittelberg. Trotz der riesigen Aufschuldung bleibt die Ampel hart bei der Steuererhöhung auf Agrardiesel und bei der Belastung der Fischereibetriebe. Es ist ein erbärmliches Schauspiel. Man belastet deutsche Landwirte und Fischer, während unzählige Milliarden für Ausland, Krieg und Klima nach wie vor verschleudert werden. Haushaltsprobleme könnte man auch völlig anders lösen. Die AfD hat mit ihren Änderungsanträgen Einsparvorschläge im Umfang von 100 Milliarden gemacht. Bei der CO2- und Klimaideologie, der Migrationspolitik, den damit verbundenen Sozialleistungen, bei Waffenlieferungen, bei Entwicklungshilfe, auch wenn das eben irgendwie als humanitär dargestellt wurde. Das ist es nur zu einem Teil. Und nicht zuletzt bei Verwaltung und Personal. Diese Einsparungen nutzen wir, um bei Einhaltung der Schuldenbremse durchgreifende Steuerentlastungen von 51 Milliarden Euro vorzunehmen. Insbesondere fordert die AfD die Abschaffung aller CO2-Abgaben, die Rücknahme der Mauterhöhung, die Absenkung der Strom- und Energiesteuer auf das EU-rechtliche Minimum für alle und die Beibehaltung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie. Nur die AfD hat einen verfassungskonformen Haushalt gemäß Artikel 109, 110 und 115 Grundgesetz vorgelegt. Nur die AfD ist die Partei der Stabilität und der ökonomischen Ratio. Auch darum werden wir so bekämpft. Wir legen die Rechtsbrüche und Verschwendungssucht der anderen Parteien unbestechlich offen. Nein, es ist jetzt nicht ganz zufällig, dass gerade jetzt Zwischenrufe kommen, denn die Wahrheit trifft. Die Wahrheit trifft Sie. Und wie hat Karl Kraus gesagt, was zutrifft, trifft. Und so ist es hier.
Und ich komme dann zum Schluss. Manche sagen, es ist doch nur Geld. Doch nein, es ist genau das Geld, mit dem die illegale Masseneinwanderung und der Irrsinn der deutschen Deindustrialisierung finanziert wird, also irreversibles. Es ist nicht nur Geld, es geht um alles, es geht um unser Deutschland. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dennis Rohde.